Nach dem Wahlerfolg der AfD bei den Landratswahlen im thüringischen Sonneberg könnte die Partei auch bald in anderen deutschen Städten und Landkreisen deutliche Siege erringen. Schon am 8. Oktober steht im brandenburgischen Landkreis Dahme-Spreewald die nächste Landratswahl auf dem Programm. Die AfD errechnet sich schon allein deswegen Chancen, weil dort der langjährige Landrat Stefan Loge dieses Jahr nicht mehr antreten wird, wie der Tagesspiegel am 26. Juni berichtete. Das könnte Platz machen für den Kandidaten der AfD, Steffen Cottret. In Sachsen stehen dieses Jahr vor allem mehrere Bürgermeisterwahlen an. Die wichtigste wohl in der 40.000 Einwohner großen Stadt Pirna. Auch hier zieht sich der bisherige Amtsinhaber Klaus-Peter Hahnke zurück. Eine weitere Chance für die AfD. Auch in Thüringen finden im Frühjahr 2024 Landrats- und Oberbürgermeisterwahlen statt. Besonderes Augenmerk liegt dort auf der Stadt Gera, wo sich die AfD bei der letzten Wahl 2018 beinahe das Oberbürgermeisteramt geholt hat.